Ja, Sarah Bonus. Okay, wir machen einfach mal. Moment, hui. Wir machen mal einen Deckel auf. Nein, 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 falsche Taste. Deckel. Oh. Was ist das hier denn? Das ist ja ein Joint. Der Status ist illegal. Na, na, das habe ich aber jetzt gesehen. Nun hast du ein wenig freie Zeit. Du kannst Minispiele spielen oder einige Nebenquests durchführen. Ich will Dart spielen. Wenn du merkst, dass jemand ein Ausrufezeichen über seinem Kopf hat, bedeutet dies, dass er einen Job für dich hat. Durch Nebenquests kannst du Geld verdienen und Respekt gewinnen. Ah, das war das mit dem Ausrufezeichen. Das habe ich mich schon eben gewundert. Andere Symbole wie Fäuste und Wolken sind mit der jeweiligen Aufgabe verbunden, die du ausführen musst. Jemanden zusammenschlagen. Das ist Charakter mit einem Faustsymbol. Oder mit jemandem sprechen. Wolkensymbol. Mehr dazu im Tutorial. Okay. Und das Häkchensymbol bedeutet, dass du deine Quest abgeschlossen hast. Du kannst nun mit dem Gefangenen über deine Bezahlung sprechen. Aha. Das klingt doch ganz gut. Ja. Okay. Schau auf die Karte. Um zu sehen, wo es Minispiele, Gamepad-Symbol oder Nebenquests wohl gibt. Du kannst deine Freizeit auch überspringen, indem du die verfügbaren Bänke im Flur aufsuchst. Nach einer Sekunde kannst du dann mit der nächsten Routine beginnen. Ja, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Das war jetzt schon interessant, aber jetzt brauchen wir eine Pause. Kannst du das Ding da mal zurücklegen? Danke. Tür auf, Tür zu. Und raus hier. Und raus hier. Und schnell hier laufen, laufen, laufen. Tür auf, Tür zu. Muss überlegen, da ist Kraftbank, da ist Dart, hier können wir uns hinsetzen, das wollen wir aber jetzt nicht. Mich wird der Schießstand ein bisschen auch interessieren. Schießstand. Oh, Freizeit, Schießstand. Willkommen am Schießstand. Hier kannst du dich entspannen, indem du deine Präzision trainierst. Geh zum ausgewählten Stand, um zu beginnen. Jeder Stand hat einen anderen Spielmodus. Wähle eine der verfügbaren Waffen und schieße die Ziele gemäß den Regeln des ausgewählten Modus ab. Okay. Gut. Das ist aber eine große Waffe. Das ist aber schon ordentlich hier. Die Waffenreinigung ist eine der Nebenaktivitäten, mit denen du dich auch befassen kannst. In diesem Minispiel musst du deine Waffe zerlegen, reinigen und dann wieder zusammenbauen. Oha. Zerlege die Waffe in Einzelteilen. Das hat eine AK. Indem du sie mit anklickst. Wähle das Bauteil aus, das du reinigen möchtest und klicke es an. Um die Bauteile zu reinigen, werden grün. Die Bauteile zur Reinigung werden grün unterlegt, zur Montage rot. Wähle eines der grün unterlegten Werkzeuge und reinige damit das ausgewählte Bauteil. Wiederhole diesen Vorgang und baue dann deine Waffe zusammen. Voila, die Waffe ist nun sauber. Wollen wir das mal probieren? Aha. Okay, Teil auswählen. Das müssen wir reinigen. Und das müssen wir reinigen. Sonst kann ich jetzt nichts mehr hier von der Waffe reinigen. Was ist das? Ah! Okay. Jetzt haben wir alles. Das war wohl jetzt hier der Schaft. Ich weiß es jetzt nicht genau. Wir holen einfach mal das Spray oder auch nicht. Aufträge anhalten. Spray schütteln. Schüttel, 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 schüttel. Ist das jetzt gut so? Jetzt gut so. War das jetzt richtig? Jetzt ist gut. Ich denke, jetzt ist gut. Jetzt holen wir noch hier das. Was da? Holen wieder die Spraydose und sprühen wieder. Und das war es auch schon. Das ging jetzt gut. Das hat gut funktioniert. Jetzt sagt er, wir sollen das hier holen. Und jetzt? Ah. Ah. Hier, schön polieren hier. Ja, ich weiß, wir sind fertig. Okay, das war jetzt cool. Fand ich jetzt interessant. Zurück. Jetzt ist sauber. Irgendwie. Gut. Aha. Bisschen seltsam. Aber okay. Jetzt vielleicht noch die Waffe an sich selbst. Dann machen wir erstmal mit Spray. Doch, leichte Veränderung sieht man. Gut. Jetzt haben wir erstmal hier das Tuch. Mal hier ein bisschen
Ah, ja, jetzt erkenne ich es auch. Jetzt ist sie sauber. Und noch hier für vorne, vielleicht da so, nüt, nüt. D. Hä? Drücke die W, W, S, W, A. Aha, was das? Okay, man muss das erstmal üben. Ich sehe das ein, ja, ich verstehe. Ich glaube, wir haben jetzt alles fertig, oder? Ah, müssen wir das hier noch benutzen? Moment. Okay. Aha. Wie süß, mit so einem kleinen Wattepad. Okay, stopp. Ja, sieht jetzt gut aus. Ah, ne, hier noch. Hier ist noch eine Ablagerung. Meine Güte, hätte ich jetzt den Tab gedrückt, hätte ich das aber auch nicht gewusst. Jetzt sind wir fertig. Gut. Das da, das hier. Das da noch rein. Und vielleicht noch hier das Magazin. Gut. Voila. Aha. Interessant. Das haben wir geschafft. Geh in den Durchsuchungsraum. Aber ich wollte noch schießen. Oh, es ist meine Pause vorbei. Auch das tut mir jetzt leid. Das haben wir die ganze Zeit uns mit der Waffenreinigung beschäftigt. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wie das geht. Und ich fand das jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn man weiß, wie es funktioniert. Nicht genügend Ausdauer. Ja, ist ja gut. Ich mach schon langsam. Ich glaube, wir müssen trainieren, Leute. Unsere Ausdauer ist nicht gut. Kommt mir irgendwie schrecklich bekannt vor. Durchsuchungsraum. Während dieser Routine musst du den Inhalt von Paketen auf illegale Schmuggelware überprüfen. Geh zum Regal und nimm ein Paket auf. Lege es dann auf den Tisch. Okay. Aha. Also wir holen jetzt ein Paket. Das heißt, das hier uncheckt und checkt. Also hier, die sind noch nicht überprüft und die hier in dem Regal, wenn da jetzt welche liegen würden, die sind überprüft. Wir holen das Paket mal. Wo soll man es hin tun? Hier hin? Hier hin. Okay. Durchsuchung von Paketen. Oh, das wird bestimmt spannend. Öffne den Deckel des Pakets, um mit der Durchsuchung zu beginnen. Nimm einen Gegenstand aus dem Paket, überprüfe den Gegenstand, indem du ihn drehst, öffne die Verpackung, um den Inhalt zu überprüfen und innen zu überprüfen. Wenn du fertig bist, kannst du alle Gegenstände, oh, Schokolade, kannst du alle Gegenstände wieder zurücklegen. Okay. Wenn du Schmuggelware finden solltest, kannst, was ist das denn? Ah, da ist in der Schokolade was drin gewesen. Finden solltest, kannst du sie dem Gefängnis übergeben. Oder sie behalten. Womöglich gelingt es dir, das Zeug auch zu verkaufen. Ach lol. Da können wir korrupt sein. Oder so. Lege die überprüften Pakete im zweiten Regal ab. Versuche lieber nicht zu betrügen, indem du noch nicht geprüfte Pakete hier platzierst. Ach so, man könnte ja direkt das Paket von A nach B legen, aber das wäre keine gute Idee. Okay, alle Seiten geöffnet. Nehmen. Oh, das sieht aus wie ein Orangengetränk. Durchsuchung von Paketen. Hebe den Gegenstand mit E auf, das haben wir gemacht, um ihn dann gründlich zu durchsuchen. Wenn du alle Elemente durchsucht hast, schließe den Deckel wieder mit L, hebe die Schachtel auf und lege sie ins Regal geprüft. Okay, was können wir machen? Also hier Schmuggelware, halten und bewegen, das machen wir gerade. Offener Deckel. Ach, das sind Bonbons. Entschuldigung, ich dachte, das wäre ein Getränk. Das sind Bonbons. Das sieht aber gut aus. Schließen. Und ablegen. Ah, das hier gefällt mir. Das hier macht mir Spaß. Okay, was sind das? Das sind aber Pillen, oder? Ne, Sarah Bonus. Okay, wir machen einfach mal. Moment. Hui. Wir machen mal einen Deckel auf. Nein, nein. Nein, nein. Falsche Taste. Deckel. Oh. Was ist das hier denn? Das ist ja ein Joint. Der Status ist illegal. Na, das habe ich aber jetzt gesehen hier. Illegal. Lassen. Lassen würde bedeuten, wir lassen den hier da drin, aber der hat ja da drin nichts zu suchen. Wir können ihn nehmen oder wir können ihn sichern. Wir sichern den jetzt. So läuft's ja nun nicht. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Sichern heißt ja, ne, also nehmen würde bedeuten, dass ich das für mich einstecke, aber ich will es ja sichern. Und wir checken mal noch die Mleka, die, oder Mleko. Mleka, das ist Mleka. Das ist eine weiße Schokolade. Mit einer süßen Kuh drauf. Und das müssen wir jetzt öffnen, ne? Nein, öffnen. Okay, ist tatsächlich weiße Schokolade.
Okay, an sich war das jetzt nur ein Joint, das war jetzt aber nicht so schlimm. Also, mach mal zu hier, zu, zu, zu. Das hat mir zugesagt, das war jetzt okay. Ablegen. Noch ein Paket holen. Komm, wir wollen mal gucken, was wir noch finden. Öffnen, 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 öffnen. Was haben wir hier? Hier haben wir so einen Herzschrittmacher für Broken Heart and Other Heart Problems. Also für ein gebrochenes Herz und andere Herzprobleme. Okay. Was haben wir denn da drin? Tabletten. Wenn's hilft, bitte zumachen. Wieder zurück. Und wir haben hier... Okay, Erbsen. Erbsen sind gesund. Muss ich jetzt echt öffnen? Ist ja doof. Mir gefällt das Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Okay, super. Mach mal zu hier. Leg sie zurück. Okay. Ich bin im Schwäch, Dosen, die ich geöffnet habe, wieder so zuzuschließen, dass sie wieder sicher und haltbar sind. Strawberries in der Dose? Okay, Erdbeeren in einer Dose. In einer Konservendose. Habe ich auch noch nicht erlebt. Aha, in kleinen Stückchen, bestimmt eingelegt. Na gut, dann mach wieder zu. Und stell das da rein. Nehmen. Kidneybohnen. Okay. Wir machen mal den Deckel auf. Was? Wow. Oh. Eine Spritze. In den Bohnen. Die sichern. Wir nehmen wollen. Na, ich will tatsächlich mit der Spritze. Ich bin und Wahnsinn. Ich habe Angst vor Spritzen. Sichern. Na. Ist jetzt doch hier was drin gewesen? Ich glaube, jetzt ist nichts mehr drin gewesen. Also so geht's ja nun nicht. Also das Spiel hier gefällt mir definitiv. Was? Bisweilen? Also hier die Aufgabe, die gefällt mir besonders gut. Könnte ich jetzt, glaube ich, den ganzen Tag machen. Okay. Ich merke schon, ich will bestimmt beim Zoll arbeiten. Was ist das hier? Smells like a medium. Man und Care. Dude. 48 Stunden. Protection. Mach mal den Deckel auf. Ist das ein Deodorant? Ah ja, guck mal. Jetzt schimmert sogar ein bisschen hier. Ja. Ich denke, das ist alles normal hier. So soll das wohl aussehen. Okay, dann zurück damit. Okay, gehen wir dann hier nach links, holen wir mal hier die Schokolade, Milchschokolade mit Crunchy Nuts, also mit Nüssen drin. Ja, das sieht aus wie eine Schokolade mit Nüssen, nur ohne die Nüsse. Die Nüsse sehe ich jetzt nicht hier, aber ist alles in Ordnung. Kann wieder zurück, alles klar. Was haben wir hier für ein kleines Art Herzfläschelchen wieder, das kennen wir schon, ja. Und, das sieht alles sauber aus, der Deckel auch. Okay, zurück, wunderbar. Und, ja, das gehen wir jetzt alles hier durch. Zahnpasta, klassische, wunderschöne... Zahnpasta. Aufmachen. In der Zahnpasta ist eine Tube und die Hülle davon. Mehr sehe ich jetzt hier nicht. Sehr gut. Oder, kleinen Moment, können wir von der Zahnpasta hier noch extra öffnen? Nee, das geht nicht, ne? Nee, gut, dann ist alles sauber, wunderbar, sehr schön. Chicken. Brust. Ja, in Wasser eingelegt. Dann machen wir mal wieder mit unseren Spezialfingern hier die Dose auf und machen die wieder perfekt zu. Wunderbar. Ist nichts passiert. Gut, zurück. Und was haben wir hier noch? Ah, das sind wieder Bonbons. Jetzt erkenne ich schneller. Bonbons, Bonbons, Bonbons. Deckel auf. Wow. Drogen. Oh. Das sieht aus wie Crystal Meth. Ich selber kenne kein Crystal Meth, aber aus dem Fernsehen. Breaking Bad. Das war so blau, dieses Kristallgedönster. Sichern. Ja, das muss gesichert werden. Was ist denn da? Gefängniswachen 35%. Gibt es hier irgendwelche Probleme? Nur weil ich das Zeugs natürlich selber Bunker oder wie? Nehmen. Was haben wir hier noch? Tabletten. Sieht aus wie Antibiotika oder. Ja. Nee, ist aber alles in Ordnung hier. Das sind wirklich nur Tabletten. Aber das mit den Drogen, das war natürlich jetzt schon nicht so gut. Nee, zu und hier zu. Gut. Und nehmen und dann haben wir hier den Job beendet. Das war jetzt gut. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen mal gerade unsere Ausdauer verbessern. Die war eben so schlecht. In Demo nicht verfügbar. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Moment, was war das für ein Raum? Ich will das wissen jetzt. Keine Ahnung. Okay, gut. Okay, nicht die Orientierung verlieren. Ah, komm, wir spielen gerade einmal Dart. Oder sollen wir Bankdrücken machen? Ne, Dart ist jetzt näher. Besuchsraum. Ja. Wartezimmer. Wachzimmer.